So, liebe Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wir wurden direkt erstmal angegriffen hier. Ich habe 5 Sekunden, habe ich nicht auf den Bildschirm geguckt und zack, die Bohne. Ist hier schon wieder jemand, der uns hier irgendwie ans Leder will. Das ist ein verdammter Oger, der erstmal... Ach, das sind diese Kerle hier. Das verstehe ich. Die können immer diese komischen Absorb-Barrieren rauskloppen. Ja, die sind natürlich nicht ganz schlecht. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht sind da oben noch mehr Oger. Oh ja, hier ist ja richtig noch. Und ich dachte schon, wir hätten hier irgendwie Mob-Knappheit, aber... So knapp ist es anscheinend gar nicht. Kann ich noch nicht wirken. Hier oben ist ja ein Riesengebiet. Hey, der war doch gerade noch nicht da. Muss gerade einfach gespawnt sein. Aber irgendwie finde ich es hier ein bisschen schade, dass man hier nur diese paar Möglichkeiten hat. Nämlich bis jetzt eigentlich nur diese Feuerkugeln zerstören. Und was war das andere? Das andere war... Das ist gerade gar nicht. Was war das andere? Genau, die Pergamente habe ich ja gerade zerstört, meine Güte. Die Pergamente zerstören, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, wie man hier Bohnen bekommt. Und ich sagte ja gerade irgendwie, dass es hier oben mir so vorkommen würde, als wäre das ein neuer Platz. Aber ich merke gerade, dass das der Death Talon Spawnplatz ist. Das heißt, wir sind hier vorhin schon gewesen. Das ist der einzige Unterschied, warum ich es nicht sofort erkannt habe. War die Tatsache, dass es das letzte Mal hier einfach kein einziger Mob mehr war. Das sah für mich deswegen, als es hier gerade so voll war mit Mobs, so aus, als ob es hier irgendwie, keine Ahnung, ob das ein komplett neues Gebiet wäre. Ach nee, was ist das denn da? Aspexis-Kristall schon wieder, hm? Leider kriege ich ja die Splitter hier nicht raus. Kann ich noch nicht wirken. Eigentlich ist es Verschwendung, die Dinger da zu nehmen, wenn man die Quest nicht hat. Allerdings in diesem Fall gibt es ja halt auch noch ein paar Bonusprozente hier und die 40 Garnisonsressourcen. Und die Gewissheit, dass es wenigstens dieser dämliche Magier von vorher nicht bekommen wird. Ich weiß nicht, hat er schon... Es würde mich eigentlich wundern, wenn der Magier jetzt nach dieser einen Begegnung mit einem Stärkeren schon den Schwanz eingekniffen hätte, weil... So einen Eindruck hat er auf mich nicht gemacht. Ich hatte so das Gefühl, das war jemand, der hat einfach unfassbare Langeweile. Und hat sich deswegen hier ein bisschen dazu verschworen, die Leute abzuhalten. Hier ihre Bonusprozent zu bekommen. Anscheinend kann man diese Flammenkreise auch wegmachen. Das heißt, da hinten kann ich auch nochmal was machen. Wusste ich gar nicht. Ritualkreise, genau, die kann man zerstören. Das muss man mir halt auch immer vorher erstmal sagen. Ja, also wenn man hier alleine ist und kein anderer Mensch hier, ja, dann ist es gar kein Problem, das wirklich in 15 Minuten komplett abzuhandeln. Hier, guck mal, das ist sogar noch eine... Ist auch sogar eine, so eine Schriftrolle hier direkt daneben gehabt. Ich vergleiche mich einfach mal als Hordler hier mit dem Kodo. Vielleicht sieht er mich da nicht. Schon wieder eine da? Wieso spawnen die denn jetzt so schnell? Das ist ja lustig. Hä? Das sind doch hier Schriftrollen, wieso kann ich die denn nicht nehmen? Das ist doch ein Bug. Oder das sind solche Schriftrollen, die einfach nur so rein optisch hier sind und die einfach keinen Effekt aufweisen. Ähnlich wie manche Bücherstände in Gothic. So, ich wage mich jetzt nochmal hier unten runter. Es ist natürlich... Risikoreich hier, vor allen Dingen, weil ich weiß, hier war er das letzte Mal. Das lädt immer noch auf. Aber ich gehe das Risiko erstmal jetzt einfach ein bisschen ein. Kann ich noch nicht wirken. Wow, die Kombo hat fast ausgereicht. Jetzt ist nur noch der Dämon übrig.
warte ja auch immer noch auf den Augenblick, wo ich sagen kann, yes, hier habe ich schon wieder so ein Teil bekommen. Ach, guck mal, der hat das Camellia. Wo gab's das denn nochmal, ja? War das nicht das Ding, was man bekommen hat vom Ramob aus Uldum? Und diese Heldentat und den Titel, der Kamelreiter oder wie das auch immer heißt? Ich weiß es nicht. Das da hinten ist ein Hexer, kein Magier, keine Angst. Oh, oh, wer ist da? Wer ist da? Der Heilpriest oder... Todeskralle. Hinter dem Schleier wartet nur der Tod. Da. So, mal gucken, wie lange es dauert, bis die Leute hinkommen. Da sieh mal eine an. So sieht er also aus. Aha. Ach ja, so schnell versammeln sich die Leute. Die kommen hier an, wie die fliegen. Oh, Federkiele macht wahrscheinlich Schaden. Ich hoffe natürlich, dass sie mir auch gleich eine gehörige Portion hier an Bonusprozenten gibt. Hier kommen sie von allen Seiten. Der kriegt natürlich auch wieder umso mehr Leben, umso mehr Leute auf den draufgehen, ne? Sind mittlerweile anscheinend doch einige. Aber da seht ihr es. Ihr habt vielleicht eine Minute, um hier passend zeitig hinzukommen. Mit Glück vielleicht 1 bis 2 Minuten. Ja, wie schnell dann hier wirklich der Teufel los ist, ne? Unglaublich. Gab allerdings keine Bonusprozente. Na, vielleicht ist der Loot hier entsprechend gut. 100 Öl, geil. Nichts bekommen, ey. Naja, dafür haben wir ihn jetzt auch mal abgehakt und den auch mal besiegt und gesehen einfach von Anfang an. Da waren wir ja wirklich als erstes wirklich hier. Also auch einfach mal wirklich gesehen, wie schnell dann wirklich der Boss dann auch vernichtet wird. Oh, vielleicht hätte ich mir da... Oh, okay. Die machen dann doch schon ein bisschen Schaden, aber irgendwie habe ich ein bisschen wenig Procs durch Frostorb gerade bekommen, gefühlt. Wow. Das geht ein bisschen aufs Maul. What the fuck? Wer war das denn? Und wie komme ich da hin? Oh, ich schaff's nicht rechtzeitig. Ah doch, der hat einfach so wenig Leben. Der wird noch gar nicht angegriffen. Sieh mal an. Ach, come on, fuck you. Jetzt will ich hier nicht verrecken. Schon viel Leben. 1,9. Wahrscheinlich zu viel. Ich warte einfach mal, bis ein paar andere Leute hier noch kommen. Ich räume erstmal hier ein bisschen drumherum auf.
Erstmal hier ein bisschen drumherum säubern. Das lädt immer noch auf. Oh, hier haben wir noch eine Schriftrolle. Junge, der hat doch ein bisschen viel Leben. Ah, okay, es sind ein paar mehr Leute, die jetzt mittlerweile drauf sind. Deswegen hat er so viel Leben. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und mittlerweile hat sich die Horde da vorne im Melee-Bereich gesichert. Immer noch auf. Deswegen musste sich einer von uns gerade auch zurückziehen. Da ist schon wieder einer da. Noch ein neuer Ramob. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Boah, haben wir so wenig Schaden? Oh, da ist schon wieder einer verreckt. Ich hab sogar hier den... Ich hab doch gar nichts gemacht, ich bin doch gar nicht auf den draufgegangen. Wieso hält er denn so viel aus? What the fuck? Nicht in 1000 Jahren hätte ich den alleine geschafft. Ich muss zuerst etwas anderes. Junge, haut der einen Damage raus. Frostorb, komm mir zu Hilfe. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss nicht. Junge. Oh, what the fuck? Ich bin hier in Range. Wir sind so viele und der überlebt das. Wir haben überhaupt keinen Damage. What the fuck? Sind das alles solche Skarabnaps wie ich oder was? Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Und diese Seelenfragmente gehen mir tierisch auf die Nerven. Jetzt verrecke endlich. Junge. Terrorfist ist da, okay. Der ist ja... Hat der nix gebracht? Naja. 10% immerhin. Das heißt, ich kann jetzt die letzten Prozente vorne machen. Ich denke, der einzige Grund, warum der Boss gerade so lange hier überlebt hat, war wirklich die Tatsache, dass wir einfach zu viele waren und einige von uns einfach wahrscheinlich überhaupt gar keinen Schaden hatten. Da war ich ja wahrscheinlich noch einer der Besten hier vom Schaden. Es müssten auch die Letzten sein mit dem... Ritualkreis, wenn ich ihn jetzt gleich zerstören kann und mir nicht irgendwie ein Hordler einen Strich durch die Rechnung macht. Jawohl, sehr schön. So, dann nichts wie weg von diesem unheilvollen Ort. Der bringt hier einfach keinen Segen. Von Anfang an. Obwohl es zwei ziemlich aufreibende Parts waren, ne? Also, ich bin hier falsch. Nein! Ist noch nicht bereit. Bin ich hier nicht falsch? Ich bin hier doch falsch. Wo geht's denn lang, um Gottes Willen? Ach, come on, fuck you! Muss sie doch richtig sein. Hier oben ist einfach wieder alles voll, wahrscheinlich. Nein, das ist nicht richtig. Oder ist es richtig?
Doch, das ist richtig. Ach, come on. Ja, komm. Lass mich einfach. Ich hab gar keinen Bock drauf, mich auf diese Scheiße hier einzulassen. Hier weiß ich wenigstens, wo ich bin. So. Zack. Löwenwacht. Der Debuff ist ja sowieso gleich weg. Wenn ich mich das nächste Mal einloggen werde, mache ich jetzt hier einfach gleich Partende. Ich will einfach nur noch schnell das Bonusziel abgeben. Was sagt eigentlich unsere ganze Rufe-Fraktion? So. Säbelzahnpirscher sind immer noch neutral. Ist aber auch klar, haben da ja wirklich nicht viel wirklich gemacht. Hand des Propheten ist auf dem besten Weg zu respektvoll. Also gar nicht mal so schlecht. Der Orden der Erwachten, da habe ich irgendwie gefühlt auch noch gar nichts für gemacht. Obwohl ich weiß, dass ich da auch schon hier und dort mal ein paar Bonusprozente bekommen habe. Aber was genau damit, was ich damit genau anfangen kann, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich das Ganze da erhöhen kann. Alles so ein bisschen tricky. Nein, nicht das Rote hier wieder. Ach, jetzt können wir ja auch wieder eine Quest annehmen. What the fuck? Haben wir übrigens noch nicht gehabt. Die Ruinen von Konak. Wunderte mich. Aus dem Dschungel. Ah ja, hier. Die Fangrela-Geschichte. Da bin ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr interessiert dran. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir da demnächst mal eine Gruppe für finden. Das wird auf jeden Fall, ist auch auf jeden Fall ein Ziel auf meiner Liste im Moment. Gut, liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao.